Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Alexander und ich stehe hier gerade an der Mündung der Eder in die Fulda. Und ich bin bis hierhin den Eder-Radweg gefahren und fahre jetzt den Fulda-Radweg weiter runter Richtung Kassel. Und der Fulda-Radweg geht dann über in den Weser-Radweg und zwar bei Hahnmünden. Leider kann man die Einmündung der Eder nicht so gut sehen, aber an der Strömung kann man es vielleicht erkennen. Die Eder kommt von rechts und geradeaus, das ist die Fulda. Und es regnet in Strömen. Oh je, der Fluss schwillt immer weiter an. Und es schüttet und schüttet. Ja, leider schüttet es immer noch und ich werde wahrscheinlich nicht viel drehen können, aber ich werde es versuchen. Ich hoffe, ich kann den Weg überhaupt durchfahren. Der geht so nah am Fluss entlang, dass ich Angst habe, dass der dann wegen Hochwasser gesperrt wird an irgendeiner Stelle. Ja, ich hoffe, der Campingplatz in Kassel hat noch geöffnet und wird nicht wegen Hochwasser geschlossen. Das ist ja mal klasse, eine überdachte Brücke. Warum haben sie das nicht mit dem ganzen Radweg so gemacht? Ich bin vor ungefähr anderthalb Stunden hier in Kassel auf dem Campingplatz angekommen. Ich habe schon mein Zelt aufgebaut, habe schon gekocht, habe auch schon mein Fahrrad ein bisschen geputzt, die Kette geölt und die Bremsen nachgestellt. Zum Glück hat es pünktlich, als ich hier ankam, aufgehört zu regnen. Das war ziemlich gut, sonst hätte das nicht funktioniert. Ja, der Campingplatz liegt so am südlichen Rand der Stadt, aber nicht weit vom Zentrum weg. Und den zeige ich euch jetzt mal kurz. Wie gesagt, der Platz liegt direkt an der Fulda. Im Hintergrund hört man die ganze Zeit die Autobahn. Und auf der anderen Seite ist eine Zugstrecke, wo die ganze Nacht Güterzüge fahren sollen, habe ich gehört. Ja, so sieht es hier aus. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass die Fulda Hochwasser führt und das Zelt direkt am Fluss steht. Also sehr viel mehr darf es jetzt nicht steigen, sonst schwimme ich heute Nacht weg. Und leider ist bei dem Dauerregen heute mein Stuhl ziemlich nass geworden, sodass ich da jetzt heute Abend auch nicht drin sitzen kann. Da muss ich im Zelt Video schneiden. Ja, morgen gucke ich mir dann Kassel ein bisschen an. Ich hoffe, das Wetter spielt dann mit. Und dann fahre ich den Fulda-Radweg weiter bis Hahnmünden. Guten Morgen, das Fahrrad ist gepackt. Ich habe ganz gut geschlafen. Der Fluss ist nicht über die Ufer getreten. Und jetzt schaue ich mir mal Kassel an. Ich bin jetzt in den Karlsauen. Das ist ein großer Park an der Fulda. Und von hier aus werde ich jetzt in die Innenstadt fahren. Zur Wilhelmshöhe werde ich wahrscheinlich nicht rauf fahren, weil da oben kann man eh nicht mit dem Fahrrad rumfahren. Und mit dem schweren Gepäck macht das auch keinen Spaß. Das schaue ich mir ein anderes Mal an. Heute regnet es mal ausnahmsweise nicht, wenigstens noch nicht. Die Sonne will aber auch nicht so richtig rauskommen. Aber ich wäre ja schon froh, wenn es wenigstens trocken bliebe heute. Oh, das sieht so aus, als würde die Innenstadt auf einem Berg liegen. Das ist der Königsplatz. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe alles gesehen von Kassel. Ich glaube, ich fahre weiter. Muss man nichts zu sagen, oder? Ich bin jetzt zurück an der Fulda und fahre jetzt den Fulda-Radweg weiter runter nach Hahnmünden. Ja, das ist jetzt nochmal der Blick zurück nach Kassel. Und das ist jetzt die Fulda flussabwärts und der folge ich jetzt. Ja, jetzt kann man mal das offizielle Schild des Fulda-Radwegs sehen. Und bis Hahnmünden sind es nur 26 Kilometer. Ich weiß nicht, ob ich da nicht heute doch ein bisschen weiter fahre, aber ich werde mir auf jeden Fall Zeit lassen. Ich bin jetzt aus Kassel raus, da bin ich auch sehr froh. Und jetzt geht es hier halt weiter an der Fulda Richtung Hahnmünden.
Der Radweg führt jetzt hier direkt an der Fulda entlang. Kaum Menschen unterwegs, schönes Wetter. Was will man mehr? Irgendwas schleift da, aber ich finde es einfach nicht. Ein Ort mit einer Kirche, dessen Namen ich nicht weiß. Ja, ich muss sagen, hier gefällt es mir richtig gut. Man fährt die ganze Zeit am Fluss entlang, so im Halbschatten. Und der Weg ist geteert und schön glatt. Toll. Die Fulda scheint hier aufgestaut zu sein. Da kommen wir sicher gleich noch an ein Wehr. Hier gibt es sogar eine Ladestation für E-Bikes. Anscheinend kann man hier seinen Fahrradakku reinlegen. Dann muss man die Tür verschließen. Und der Strom läuft nur, wenn das Tor verschlossen ist. Und dann kann man sich den dann später abholen. Den Code muss man sich selber ausdenken. Und mit dem kann man dann auch wieder die Tür öffnen. Ja, und da ist auch schon das Wehr mit einer Schleuse. Es ist jetzt 12:30 und ich bin 10 Kilometer gefahren. Das ist Rekord. Die Fulda, da fließt sie. Bin gespannt, wann der Fluss wieder hell wird und nicht mehr so schlammig ist. Die Eder war gestern Morgen noch klar, aber dann hat es so geschüttet, als sie dann in die Fulda gemündet ist, war sie auch schon braun. Ein Ort mit einer Kirche und wenn mich nicht alles täuscht, müsste das Spele sein. Hatte ich schon gesagt, dass es hier schön ist? Also hier ist es schön. Ja, und nicht nur das Tal ist schön, sondern auch die umliegenden Berge mit den Wäldern. Da oben kann man bestimmt wunderschön wandern gehen. Wir sind heute schon ganz viele Radfahrer mit Gepäck entgegengekommen. Also dieses Radwandern wird immer beliebter, glaube ich. Ja, damit lässt sich arbeiten. Ne? Das Schöne an so einer Radtour ist, man kann essen, was man will und die Hosen rutschen nachher trotzdem. Ja, das war lecker und hat gut getan. Jetzt kann es weitergehen. Wie ein Ort mit einer Kirche. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste das Bonafort sein. So, da vorne fließen Werra und Fulda zusammen und ich stehe hier jetzt schon über der Weser. Und da vorne ist der Weserstein und da fahre ich jetzt hin. Hier kann man es jetzt noch mal ganz deutlich sehen. Rechts die Fulda, links die Werra. Ja, das ist die Brücke über die Werra und da hinten ist Hahnmünden und das schauen wir uns dann später im nächsten Video auch noch mal an. Ich stehe jetzt am Zusammenfluss von Werra und Fulda und damit endet jetzt der Fulda-Radweg. Aber ich werde jetzt die Weser weiter runterfahren bis Bremen, denke ich. Ja, und wenn du das sehen willst, dann schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!